A, B, C. Buchstaben. Heute wollen wir Buchstaben lernen. Jedes Tier fängt mit einem bestimmten Buchstaben an. Ein Regenwurm nicht. Der fängt mit dem Kopf an und hört mit dem Regenwurm Schwanzspitzenzipfelchen auf. Auch ein Regenwurm beginnt mit einem Buchstaben. Wirklich? Na dann, her damit! Du musst warten, bis du an der Reihe bist, George. Wir beginnen mit dem A. Welches Tier fängt mit A an? A wie Affe. Danach folgt das B. B wie Blödsinn. Aber das ist doch kein Tier. Welches Tier fängt mit einem B an? B wie Biene. Sehr richtig. Und nun das C. C wie Chamäleon. Jetzt das D. D wie Delfin. E. E wie Esel. F. F wie Fledermaus. G. Das ist mein Buchstabe. G wie Gänserich. Und nun das H. H wie Hase. I. I wie Igel. J wie Jaguar. Und nun das K. K wie Katze. L. L wie Löwe. Und nun das M. M wie Maus. N. N wie Nashorn. Jetzt kommt das O. O wie Ochse. P. P wie Papagei. Q. Findet ihr ein Tier mit Q? Quark mit Quatschsoße. Das ist doch kein Tier. Kuh wie Qualle. Und nun das R. Na, das wurde ja auch Zeit. R wie Regenwurm. Das R ist ein sehr schöner Buchstabe. Und nun das S. S wie Seestern. T. T wie Tiger. U. U wie Uhu. V. V wie Vogel. W. W wie Wahl. Und nun das X. Da fällt mir nichts ein. Mit X gibt's nix. In der Tat. Und noch das Y. Y wie Jack. Und am Ende kommt das Z. Z wie Zotteltier. Wow. So ein Unsinn. Dieses Tier gibt es doch gar nicht. Doch, das ist der Herr Günther, wenn er sich nicht gekämmt hat. Das waren die Buchstaben. Von A bis Z. Von Affe bis Zotteltier.